Ladies and Germany, herzlichst willkommen heute hier zur Folge numero 4, Bachelor. Da sieht man einfach, die hat echt Grips. Also, was soll ich sagen? Heute geht's natürlich wieder rund, wie immer. Die Mädels geben jetzt auch ein bisschen Vollgas. Man erkennt, welches Girl Dominik gut findet und wen vielleicht auch nicht so unbedingt. Also, es kristallisiert sich so langsam raus. Flirtmodus on. Der Zickenkrieg von letzter Woche eventuell bedeutet wieder ein bisschen angefacht. Wir gucken mal. Ist auch direkt Thema Nummer 1. Ansonsten würde ich sagen, wer hier heute Lust hat zu abonnieren, der ist an der richtigen Adresse, denn heute könnt ihr das kostenlos. Also es ist ein ganz spezielles Angebot für euch heute. Nein, es ist immer kostenlos. Also macht das. Cut. Und wer die ganze Folge nochmal nachsehen will, der tut das doch sehr gern auf RTL Plus. Digga, ja, wir starten rein. Oh, ich weiß auch nicht, was ihr hier gemacht habt. Jeder kämpft hier auch mittlerweile schon so für sich, ne? Ach, die gute Christina Aurora hat ja letzte Woche ja schon ein bisschen abgelästert, unnötigerweise, und ein bisschen Stress gemacht. Aber gucken wir mal, wie sie sich heute verhält. Jeder hat ja eine zweite Chance verdient. Halt einfach dein Maul. Ich habe auch aufgehört, hier zu kochen. ja. Warum denn? Hatte sie ja schon angedroht, ne? Sie kocht nicht mehr. Wenn die schlecht über die reden, können sie sich selbst ihren Fraß machen, meine Güte. Die Aurora, die zieht mir wirklich zu viel Scheiße ab. Ach du heiliger Bimba. Bin ich Dominik oder wer bin ich? Ich weiß es nicht. Existenzkrise. Aber es merkt er ja nicht. Ich find's so schwer, die einzuschätzen, Otto. Jetzt sind die aber gerade die Lästerschwester, ne? Die hat mir voll ins Gesicht gelogen gestern, wo wir da unten saßen. Wir haben ja Essen gemacht gestern. Und es war ja nur ein Salat und das haben wir ja für alle gemacht. Und dann hast du anscheinend gesagt, ab jetzt frage ich auch nicht mehr, ob und wie du mitessen möchtest. Und dann meinte sie, nee, das war ein Missverständnis. Sie hat Franzi gemeint und nicht mich. Ich habe das zwar gesagt, aber es war anderer Kontext. Das war wegen dem Saft, den Franzi gemacht hatte. Sie hat dann alle gefragt, ich war so... Ich würde auch gerne, aber sie hat mich so ignoriert. Ich war so, okay, dann koche ich halt morgen nichts mehr. Ich finde ihre Reaktion geil. Man sieht, dass sie da schon gedacht hat, warum lügst du mir jetzt in die Fresse? Aber warum ist es denn auf jeden Fall gelogen von Aurora? Das wird hier nicht ganz klar, ne? Ich finde es aber geil, wenn es gelogen ist, wie Smooth, die sich da rausgeredet hat. Also voll Profi. Und dann habe ich sie nochmal gefragt. Warum zieht sie mich immer in eine Scheiße rein? Jetzt mal ehrlich, ich soll einfach mal mich in Ruhe lassen. Du bist gesprächsstoff, ist gut. Ja, nee. Na, ist das gut? Das ist eigentlich nicht so gut. Aber gut, für die Sendezeit ist gut. Ja, und hier gibt es jetzt auch die erste Nachricht vom Bachelor höchstpersönlich für den heutigen Tag. Hola, señoritas. Hola, hola. Hola, señorita. Hola. Mit euch möchte ich heute gerne, ja, Mexiko erleben und in das Land eintauchen und würde mich riesig freuen, wenn mich dabei Franzi, Chiara F., Valeria, Jana Maria, Christina N., Shakira und Jasmin begleiten würden. Ich find's geil, dass er selber Shakira sagt, ne? Wir haben heute ein Date. Man merkt, die Mädels haben gute Laune. Bis auf eine. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo ich mich gerade sehe. Ich bin schon so an einem Punkt angekommen, dass ich nicht weiß, ob ich weiterkämpfen soll, weil ich nicht ich bin. Okay, absolut. Guter Grund, finde ich. Man ist da ja auch in der Fernsehshow und man will ja auch man selbst bleiben. Oder man weiß halt, wie man spielen will. Aber wenn du da als authentische Person reingehst, dann ist es natürlich kacke, wenn der Zeitpunkt kommt und du kannst nicht mehr du selbst sein. Weil ihr seid ja teilweise ein bisschen abgefuckt. Vor viele haben auch geschrieben, die ist wie Mimi. Total angenehm. Ich finde es super. Oder so anstrengend wie Mimi. Da will ich euch noch mal kurz dran erinnern. Mimi ist mein Homie. Das könnt ihr doch nicht sagen. Beziehungsweise, was soll ich darauf antworten? Finde ich natürlich scheiße. Ich nehme natürlich meinen Homie komplett in Schutz. Würdet ihr doch auch. Aber ich finde, Jana, Maria und Mimi sind gar nicht so vergleichbar. Die Dates und so, ja. Was da war, diese Verbindung, die da entstanden ist. Und vielleicht auch dieses Einnehmende. Aber ich fand es auch damals bei Mimi, ich finde es irgendwo auch ein bisschen gerechtfertigt. Weil ich denke, ich wäre genauso. Klar weiß man, man ist da in der Show und so, aber wenn da schon irgendwas ist, es hat geklickt, es hat gefunkt, du bist nicht eine von den Mädels, die halt noch gar keinen Kontakt zu dem hat, dann verstehe ich das auch, dass man da ein bisschen Attitude an den Tag legt. Für mich ist die Sache dann auch gegessen. Oder ob ich einfach gehen soll. Ich meine, ich mag ihn, aber es fällt mir sehr schwer. Ich habe sowas noch nie miterlebt und ich weiß nicht, was ich machen soll. Seht ihr, das ist doch eine ehrliche Person, kann ich doch sagen. Ich finde es voll okay. Aber hier geht's jetzt aufs Date, ne?
Disco, Pogo, Klingeling, pass mal ab. Ja, heute tauchen wir ins echte Mexiko ein. Und ich glaube, das ist schon sehr wichtig, dass wir Dinge zusammen erleben, die irgendwie auch einen binden. Geschichten, die man gemeinsam erzählen kann. Und ich glaube, da gibt es ja keinen besseren Ort, beziehungsweise kein besseres Date als das heute fast. Und einfach ein bisschen Normalität, ne? Da alles, was da bei, in diesem Bachelor-Kosmos passiert, das ist ja diese ganzen Traumdates und sowas, hat das mit der Realität, zu tun? Im Endeffekt nichts, genau. Und deswegen finde ich das super. Ihr seht bezaubernd aus. Das sieht er von 100 Meter Entfernung, ohne Brille. Wow, das Ding ist, du siehst wirklich gut aus. Ich bin kurzsichtig. Hi, ich bin Max. Ich bin eh immer nervös. Und ich denke, okay, er ist nur ein Mensch. Sag nur Hallo, mach keinen Kopf. Kann ich total verstehen, dass sie da so super aufgeregt ist. Aber sie hat doch recht, das ist wirklich nur ein Mensch. Das solltet ihr euch immer denken, egal wen ihr trefft. Ich bin der Bachelor, ne? Ja, wir freuen uns. Ja? Wer hat Bock zu fahren? Ja, willst du fahren? Ich glaube schon. Hey, Moment mal, das ist die Polizistin, die uns letztens erzählt hat, sie hat seit 3 Monaten ihren Führerschein und will deswegen nicht fahren. Dann hat sie wahrscheinlich gemerkt, oh, kam sehr gut an beim Dominik, dass Lara das Steuer übernommen hat. Heute zeig ich mal, was ich hier für eine emanzipierte, geile Alte bin. Sie wollte ja, mir so ein bisschen imponieren, ne? So, und zeigen, so, hey, ich bin eine Macherin und ich kann das Auto fahren. Ich glaube, sie ist ein bisschen über ihren Schatten gesprungen. Oh Gott, ich hoffe, ich blamier mich jetzt nicht mit dir. Nein, tust du nicht. Kriegen wir hin. Was ist das? So ein Golfcar, das kann ein Kind fahren, oder? Gibst du Gas und Bremse und lenkst. Mies. Ich hoffe, wir kriegen Essen. Ich lebe in Mexiko. Also. Hast du schon mal in Mexiko? Nein, niemals. Erstes Mal, weißt du? Das ist, wie ich meine, ein geiler Austausch. Der Witz, der hat bei mir auch zumindest gezündet. Jetzt will ich mal ein paar Bachata-Moves sehen hier. Genau, hier die Mexikanerin, die soll jetzt mal zeigen, was man so macht in ihrem Land. Der spinnt auch ein bisschen, ne? Der hätte mal Bachata mitbringen können, heißt das überhaupt so? Und dann mal zeigen können, was er kann, meine Güte. Es sind ja so Situationen, die auch die Gruppe so ein bisschen lockern, ne? Also deswegen macht ja auch jeden Spaß mit, ne? Das finde ich auch cool, dass er jeden Spaß mitmacht. War auch nicht immer so bei den Bachelorn, kann das sein. Aber also, ein bisschen awkward, ne? Schon ein bisschen awkward jetzt so. Tanzt alle? Na gut. Bei mir stand Dommer neben mir und dann haben wir versucht, so ein bisschen uns zu drehen und so. Und fand ich cool, dass er auf mich als erstes zugekommen ist. Ja, wahrscheinlich, weil die halt direkt daneben stand, ne? Aber nein, ich fand es auch cool. Was haltet ihr davon, dass ich jetzt die Band sozusagen zu den Mädels hausschicke? Und mit ein bisschen Tequila, die... Ja! Ja? Und dann ja, cool. Haben die auf jeden Fall auch ein bisschen Spaß mit denen, ja, und ein bisschen Tequila dazu. Ein bisschen Tequila dazu, ein bisschen Spaß mit der Band. Ich weiß nicht, wofür Dominik die Band bezahlt hat, aber es klingt auf jeden Fall gut. Digga, ja! Okay, die auf der Tippe, wenn es immer diese Karts fährt, ne? Geil, Shakira ist jetzt endlich mal am Steuer und zeigt mal, wie man hier Brett hat. Das war mir zu boring die ganze Zeit, die lahmen Omas hier. Müssen mal aufs Gas treten hier. Ich finde die echt cool, ne, muss ich sagen. Ich mag die, auch wenn alle über die ablästern. Ich weiß gar nicht, warum. Ich wünsche wirklich ein Mario Kart. Ne? Mhm. Hast du ein paar Bananenschalen, die wir werfen ja können? Und dann, wir knocken alle aus. Okay. Spielt ihr Mario Kart? Ich immer noch. Mario Party. Ich weiß gar nicht, welches Modell ich da zocke, aber ich zocke. Und das chancenlos für meine Gegner. Sagen wir es mal so, wie es ist. Ich spüre einfach aus, wie ein Soldat. Ich weiß es nicht. Also Mario Kart, dann habe ich Zelda, glaube ich, hieß es. Zelda konnte ich nie spielen, weil wenn es dann Nacht wird, dann kommen immer so Skelette aus dem Boden, musste ich immer abschalten. Da hatte ich zu große Angst, leider. Für mich ist er immer noch so ein Kumpel. Immer noch, nach wie vor. Aber warum auch nicht? Also viel ist ja auch nicht passiert zwischen euch beiden, oder? Ich habe Angst, dass er dann so auf Tuchfühlung geht und dazu wäre ich nicht bereit. Aber gut, dass sie das weiß, dass sie nicht dafür bereit ist. Sie könnte es auch einfach zulassen. Die weiß, was sie will. Ich bin sowieso so, erstmal bin ich mit jemandem befreundet und dann gehe ich eine Beziehung ein. Ich lasse jetzt alles auf mich zukommen und es ist okay, so wie es ist. Und wir erleben Dinge miteinander, wie es ist immer ja trotzdem das verbindet, dieses Erlebnis. Total, ich sehe das aus. Es ist doch viel schöner, erstmal eine Freundschaft aufzubauen. Und nicht dieses, ja, keine Ahnung, ich halt einfach meine Schnitzel, weil was habe ich denn für eine Ahnung? Genau, keine. Oh mein Gott! Leute! Band ist der Digger? Ja. Keine Bolognese zu. Und dann auch noch nicht im Takt. Was sollen die denn denken von euch? Alter, wir sind alle Hardcore-Untervögel, was ist los? Entschuldigung, Susanna?
Und dann schickt ihr uns heute so eine attraktive Männerband rein. Was sollen wir denn machen? Ich hab's euch doch gesagt, der Dominik hat bezahlt. Und die hat sich gegönnt. Auf Dominiks Nacken. Egal. Lass mal saufen. Ja, ist halt so, ne? Wir sind halt auch nur Frauen. Männer reden da vielleicht öfters drüber, aber hey, wir leiden auch. Nee, also ich finde auch, dass das eher so ein Männerding ist. Wir gucken zurück zu Dominik. Geht da einfach in ihren Element auf und das finde ich schön. Solo tienes uno que tiene carne, ¿verdad? Ah, Valeria bestellt nämlich jetzt hier für alle, ne? Den Smalltalk übersetzt. Das finde ich super. Ich hasse das, wenn du irgendwie im Ausland bist und ist einer dabei, der spricht die Sprache. Hallo, organisier mal alles. Meine Güte. Cool, wie sie das auch rübergebracht hat und dass sie auch Initiative ergreift. Ich merke einfach, dass das auch eine Frau ist, wo ich mir auch echt, ja, was vorstellen kann. Ach, guck mal, bei Valeria kann er sich auch was vorstellen. Wahrscheinlich, weil die so eigeninitiativ ist und einfach Eier in der Hose hat. Da steht ja drauf ein bisschen. Kann das sein? Ich lebe was. Wer ist scharf hier? Ich. Bist du eine Scharfesserin? Wenn ich nicht scharf esse, dann habe ich nicht gegessen. Was? Ja. Okay. Und auf alles. Wir haben ein Problem. Wieso? Scharf geht bei mir einfach nicht. Man kann sich dran gewöhnen, Dominik. Jetzt sei doch nicht so verspannt. Nee, aber was ist das für ein Problem? Dann macht er sich eine Portion halt unscharf und eine scharf. Also, wenn das schon ein Problem für den darstellt. Dominik, wie soll es weitergehen? Mir war irgendwie alles zu viel. Er hat ja geküsst, er hat mir keine Dates gegeben. Irgendwie war das zu viele Frauen, zu viele Sachen, zu viele Tacos, zu viel alles. Kann ich auch wieder komplett nachvollziehen. Wir haben nämlich, glaube ich, auch zu viel. Und das Ding ist ja, du bist dann da und du musst dich ja richtig beweisen von den anderen und einfach auch mal das Wort ergreifen, obwohl du gar nicht so eine Person eventuell bist. Schon anstrengend. Was ist das? Oh nein, ich kann das nicht. Ich bin Komm her, okay. Kein Tequila, sondern Mezcal. Ist das auch was Typisches? Ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind das gemahlene Raupen. Würmer, Raupen und gut Heuschrecken, ne? Mmh, lecker. Guten Appetit. Mmh, meine Güte, schmeckt das gut. Ich hatte da gar keine Chance, mit ihm zu sprechen. Dann hatte ich echt schon echt schlechte Laune, weil ich gedacht habe, ja, jetzt hast du deine Chance verpasst. Verstehe ich auch total. Man weiß ja nie, also ob irgendwer anders schon an einem vorbeigezogen ist und wie schnell man da ausgetauscht wird. Ich glaube, es wird mein Abendsnack jetzt. Aber ist okay, ne? Nein, ist gar nicht so schlimm. Hast du eine gegessen? Und? Ja? Ich war richtig enttäuscht. Aber guck mal, er spricht auch sie explizit an und sonst keiner. Das ist schon... Schon süß. Nächste Szene finde ich geil. Sieht aus wie Schneewittchen, in dem Fall Dominik und die sieben Zwerge. Hat Spaß gemacht. Und für eine ist noch nicht ganz zu Ende. Würde mich sehr freuen, wenn heute mich Jana Maria begleiten würde. Danke. Was quietscht der so wild? Oh mein Gott, die schaukeln im Hintergrund. Da hat sich bestimmt keiner getraut. Entschuldigung, wir wollen ganz kurz eine ganz kurze Szene. Wollen wir drehen? Nein. Wir machen es jetzt einfach scheiße. Wir hatten ein super, super erstes Date, ne? Und wir hatten danach keine Zeit mehr. Ach, Entschuldigung, jetzt habe ich komplett verpasst, dass Jana Maria das Date bekommen hat. Super, Glückwunsch, dann hat es sich doch gelohnt mitzukommen. Und war alles umsonst, das Schmollen. Und da ist trotzdem, ja, ein großes Interesse auch meinerseits. Aber das, bei ihr vor allem braucht es noch so ein bisschen Zeit, dass wir noch ein bisschen noch besser zueinander finden. Wie süß! Dass er ihr das einfach so lässt auch. Ich meine, er könnte voll den Druck machen. Hallo, er ist der Bachelor. Nee, er versteht ihre Situation. Meine Güte. Sieht gut aus? Ja. Gehen wir rein? Ja. Okay, let's go. Erzähl mal, wie war deine Woche? Ganz gut. Doch, ganz gut. Ja? Mir ist einfach wichtig, dass wir jetzt Zeit nochmal miteinander haben, weil wir so wenig Zeit nach diesem ersten Date hatten. Und ich fand, das war so, hat echt perfekt gepasst, ne? Nicht, dass wir uns aus den Augen verlieren, irgendwie in irgendeiner Art und Weise. Ja. Wir müssen daran anknüpfen. Ja, müsst ihr echt. Und das ist aber eigentlich auch bislang dasselbe, was sie letzte Woche geredet hatten. Könnte es sein. Ich will immer was Neues erfahren. Es war wieder das erste Date. Ich merke immer, wenn du dabei bist, bin ich schon ein bisschen so. Meine Augen sind immer so auch bei dir. Also, du hast mich nicht einmal angeguckt. Guck mal, das glaubst du jetzt, aber du hast mich nicht einmal angeguckt. Oh mein Gott, nicht einmal. Ist es dein Ernst gerade? Entsteht hier gerade ein kleiner Streit? Ich war wirklich kurz davor, einfach, weil ich einfach alles stehen und liegen zu lassen und zu gehen. Ist halt auch. Geil von ihr, dass sie jetzt so ehrlich ist, weil er könnte ja auch sagen, so, ich merke schon, bei der ist vielleicht schwierig, die ist eine Komplizierte, da suche ich mir doch lieber eine andere aus. Gucken wir mal, wie er reagiert. Das war schon eine harte Aussage, ne? Gerade Jana Maria, wo wir so einen super Start hatten, ne? Wow. Ja, ist nicht einfach, sowas zu hören, ne? Ja.
Arme Maus. Was soll ich machen? Soll ich, Komm halt mal öfters vorbei. Okay, alles klar. Ich komm einfach mal öfter vorbei. Ich sag einfach mal allen, ich komm jetzt öfter vorbei. Ja? Okay, ich probier's. Ja? Ja, aber tut so, weil es halt alles geskriptet ist, was die im Endeffekt machen und langfristig geplant. Da jetzt so spontan zu sein, ich weiß nicht, ob das geht bei so einer Produktion. Deswegen tut er, glaube ich, so auf den, ah, okay, ja, ja, ist doch gar kein Problem. Nein, es ist schön, dass du bei mir bist, wirklich. Und es ist schön, dass du immer dieses Armband trägst. Immer. Nur wenn ich manchmal bösartig bin, dann zieh ich's aus. Wann gab es den Moment, dass du es schon mal ausgezogen hast? Wo du sie geküsst hast, da hatte ich es einen Tag lang aus. Hast du es wirklich ausgezogen? Hat sie echt. Das finde ich jetzt auch einen süßen Moment. Ihr müsst euch halt vorstellen, direkt vor denen sind die Kameras, ne? Wie will man da normal sein? Ich glaube, jeder hat da irgendwie einen kleinen Schutzmantel an. Ich habe mit Schutzmantel nichts zu tun. Und ja, ich finde, wir sollten nicht so streng mit dem sein. Schwierig. Ich war geschockt. Also ich wusste nicht, dass ihr euch überhaupt so gut verstanden habt, dass du sie geküsst hast. Ja, das ist aber doch auch erst auf dem Date entstanden. Und also es hat sich ja den ganzen Tag über entwickelt, oder? Das heißt, du weißt ja eigentlich alles. Ja. Okay. Es ist ja echt viel passiert auch in der Woche, was sie auch verletzt hat. Und da muss man erstmal wieder auf den Punkt kommen, wo man aufgehört hat. Das finde ich schon wieder eine tolle Aussage, weil er hat so recht. Man kann nicht einfach weitermachen, als wäre nichts gewesen, wenn die eine Person nicht mehr am selben Stand ist, wie den man halt beim letzten Mal hatte. So ist das Normalste der Welt, aber für einen Bachelor ist das halt absolut unnormal. Deswegen finde ich es cool. Wisst ihr, aber jetzt muss ich mich echt rechtfertigen, wenn ich ihn gut finde, ne? Also so fühle ich mich. Ja, ich muss auch, also man muss einfach schauen, wo es besser passt und wo es schlechter passt. Und bei dir habe ich das Gefühl, es passt, ja. So lala. So lala. Geht so, ne? So eigentlich. Manchmal ja, manchmal nein. Manchmal ja, manchmal nein. Vor allem, wenn du mich an den Pranger stellst. Ich finde die süß zusammen. Jetzt bin ich wieder frisch dabei und ich habe richtig Lust, mehr von ihm zu haben und zu kämpfen und es ist einfach so schön, wenn wir zusammen sind. Aber dann ist doch auch wieder gut. Also sie ist jetzt beruhigt. Sie hätte auch einfach weiterhin noch ein Fass aufmachen können. Was würdest du gerne machen, also wenn du hier fertig bist? Ich will ein Stripper werden vielleicht. Nein, Spaß. Ist nur Spaß, ist nur Spaß. Ist du scheiß Willmann. Erstmal an die Plauze, ne? Klar. Wir flirten auch die ganze Zeit, kichern so wie kleine Kinder, das erste Mal verliebt oder so. Ist doch ein super Teilchen. Komm, wir gehen mal an den Rand. Ich muss mal ein bisschen hier an die frische Luft kommen. Wir stellen uns mal dahin. Der Arme, ey. Die dürfen bestimmt doch die Aircondition nicht anhaben, weil es so laut ist. Was kann das sein? Mal hier schauen. Ist schon cool, ne? Ich bin voll nervös. Und der hat schon seine Hand an ihrem Arsch. Leben wir. Ist wie so, ne? Überleg mal, wir sind 29 Jahre alt, so beide so. Ich bin viel mehr nervös, hab ich. Ich bin auch sehr nervös. Ich glaube, das ist einfach für sie eine krasse Überwindung da, aus der Situation sich fallen zu lassen und alles probieren auszublenden. Ich glaube, das fällt ihr nicht ganz so leicht. Das verstehe ich total, weil im Endeffekt hast du ja immer im Hinterkopf, ich bin gerade in der Fernsehshow. Boah, das wäre mein absoluter Horror. Ist so. So ein schöner Song. Sei ehrlich, wie schön ist der? Ich kann mich so schwer einschätzen. Ja, verstehe ich. Wenn du fragst, wie schön ist der? Wen kann man da einschätzen? Bei so einer Antwort. Bei so einer klaren Antwort. Wieso? Ich weiß nicht, wie weit ich bei dir gehen kann. Und schon wieder. Keine Antwort? Super. Ich wüsste nicht, wenn ich dich jetzt küssen wollen würde, und ich will das, ob du es ablocken würdest. Vielleicht. Ich finde es schön, dass er das anspricht. Auch seine Unsicherheiten und was er will. Und ich finde es aber auch geil, dass sie sagt, weiß ich nicht. Ich gebe ihm keinen Korb. Er ist ein Traum vom Mann. Deswegen, einen Korb wird er nie von mir kriegen. Nie? Das nehmen wir zu Protokoll. Süß. Ich glaube, sie sind immer noch in ihrem infantilen Stadium. Aber schöner erster Kuss, oder? Also gefällt mir besser als, was hältst du von einem Kuss? I love is your love. Ich weiß auch nicht, es war Lust auf mehr. Mhm, die hat Bock auf Separé. Ja, das passt einfach. Was soll ich da groß um den heißen Brei reden? So, ja, entwickeln sich kleinere Schmetterlinge so langsam, würde ich sagen. Dann, ja, verabschieden wir uns mit einer Umarmung. Ja. Ich sehe nur eine Hand, aber irgendwo, wo ist die andere? Ist das gerade eine doppelseitige Umarmung, Leute? Oder ein Kuss? Ein Kuss? Oder kein? Oder kein, hast du gesagt? Hat sie wirklich gesagt, oder kein, ey? Mach sie fertig. Naja,
Wieder ein bisschen cringe, aber sollen die machen. Sollen die machen, so sind Verliebte doch immer. Die sind immer ein bisschen cringig unterwegs. Und sie kriegt jetzt auch hier noch einen Abschiedskuss und guckt mal her, was sie noch kriegt. Also dann, ciao. Mach's gut. Ich sehe da zwei Hände. Ich sehe da zwei Hände, zwei Arme, die Jana Maria gerade in diesem Moment umarmen. Ich bin glücklich und ich bin glücklich, dass es heute passiert ist. Wirklich. Bis dann. Ciao. Hade. Cool. Sie hat auch wieder gute Laune. Aber könnt mich noch nicht fallen lassen. Weil vielleicht küsst er ja noch andere. Dann wäre ich richtig, richtig, richtig traurig und richtig sauer. Aber ich hoffe nicht. Und dass sie so fühlt, ist doch völlig okay. Ob sie ihm dann letztendlich einen Vorwurf daraus macht oder nicht, wäre wieder ein anderes Paar Schuhe. Aber erstmal so zu fühlen, ist doch völlig legitim. Oder würdet ihr euch da hinsetzen und extra lügen, damit ihr bei den Zuschauern besser ankommt und sagen, juckt mich nicht, soll der machen, ich stehe da drüber, ist doch Quatsch. Hast du schon mal auf Dominik seinen Genitalbereich geschaut? Shakira? Was ist denn hier los? Guck dir das mal. Die Girls haben schon alle schon mal geglotzt. Wer denn nicht, ist doch klar. Wir waren in der Altstadt. Ach, sie ist jetzt auch zurück und berichtet. Und haben Cocktails geschlürft. Ja, und wir haben voll lang geredet und so. Und geküsst. Ja. Ja. Er kann küssen, also war gut. Hey, das war doch gar nicht die Frage. Also eine ganz unnötige Extra-Information. Vielen Dank dafür. Cut. Ich kann euch sagen, er küsst echt gut. Echt gut, oder? Ja, schön. Oh, das ist nicht so bitter, dass sie das so sagt, weil ich doch genau weiß, dass innerlich für sie es total schlimm ist, dass Nele auch schon geküsst wurde. Und jetzt tut die so, der küsst gut, oder? Aber innerlich ist sie bestimmt so, Hast du Schmetterlinge im Bauch? Schon ein bisschen, war ja schon schön so. Und er kann ja gute Komplimente geben und so. Cute. Dieses Klatschen immer, ne, das finde ich irgendwie, das kann doch nicht aus echtem Herzen kommen, aus ehrlichem meine ich. Warum? So, Teammittag. Klar, es ist nicht cool, so, ja. Morgen will ich jetzt auch kein Date mehr haben. Ich wollte gerade sagen, also wie beschissen ist es denn überhaupt, also wie beschissen ist es denn, ein Date zu haben nach einem Kuss? Sagte sie zu der Frau, die schon geküsst wurde. Super. Nee, aber hey, also die lehnen morgen das Date ab, oder was? Du kommst dir ja vor wie eine Nummer dann, ne? Wie bist du da schwierig, so rum? Oder? Das macht man doch nicht, oder? Also so wäre ich niemals gewesen, so bin ich auch einfach nicht. Und das, finde ich, hat auch einfach nicht gepasst, da so eine Riesenwelle draus zu machen. Tja, Jana Maria ist halt eine Frau der Riesenwelle. Wir gucken zum nächsten Tag hier ein Dominik in geiler Montur. Ja, heute empfange ich 6 wundervolle Ladies. Dann werde ich mal schauen, wie schlagfertig die Ladies sind. Denn wir werden heute eine Runde Tischtennis spielen gehen. Das ist ja ein sehr großes Hobby von mir. Ich habe das eine Zeit lang echt semi-professionell gemacht. Daher auch der geile Buddy, ne? Ist doch klar. Yes. Ja, da freue ich mich riesig drauf, um einfach zu sehen, wie sie sich schlagen. Ich würde sagen, wir spielen direkt Rundlauf. Geil. Rundlauf kann ich. Okay. Man sieht ja bei Anna auch da, am Anfang immer so ein bisschen, und dann dauert es eine kleine Zeit und dann kommt sie aus sich raus und dann macht es auch mehr Spaß. Ja, war fast. Anna, ich fand das gar nicht so schlecht. Was mein Getränk? Ich bin gerade irgendwie verwirrt. Habe ich da nicht gerade Anna und Nele gesehen, die gesagt haben, sie gehen nicht mehr auf ein Date, haben keinen Bock mehr? Sind das jetzt ihre Doubles oder was? Ich glaube, Anna ist echt eine, die einfach ein bisschen Zeit braucht, um aus sich rauszukommen. Ich glaube, das ist eine Analytikerin, eine Beobachterin, die guckt erstmal und dann überlegte sich, was sie genauestens sagen könnte und was sie auf keinen Fall tun sollte. Das ist meine Meinung. Gut. Nicht schlecht, also. Okay, Nele hat gewonnen. Einstieg wieder. Ja, genau. Ja, noch eine Runde. Auf geht's, Anna. Das ist so cool, weil Nele hat gar nicht gewonnen und der sagt trotzdem, die hat gewonnen. Das ist so nett. Das ist doch einfach nett. Das mache ich auch bei Männern immer so. Da fühlen die sich besser, Leute. Probiert es mal aus. Ja, schön. Schönes Gefühl. Also, ich habe hier Talente entdeckt. Also, Nele ist echt gut, Chiara auch sehr gut, Anna auch sehr gut, Susanne auch sehr gut, Christina auch sehr gut, Bobette auch sehr gut. Ach, süß, come on. Natürlich wurmt es einen, wenn man doch irgendwo merkt, hey, man hat Interesse. Und wenn man dann hört, so, ach ja, er kann richtig gut küssen, das will ich gerne selber ausprobieren. Mhm, die Aurora ist
Thirsty. Die Stimmung war einfach komisch, weil der Kuss mit Jana Maria gefallen ist. Wenn solche intensiven Momente irgendwie mit einer anderen Dame waren, dann macht das was mit der Gruppe einfach. Und das habe ich heute wieder gemerkt. Und Gruppendates sind echt nicht so mein Ding. Kacke. Das ist natürlich blöd. Fehlbesetzung. Aber konnte er vorher auch nicht wissen. Oder meint ihr, die simulieren da mal ein Gruppendate und gucken, wie stellt er sich an? Aber wenn es doch seine Show ist, kann er nicht irgendwie sagen, ab jetzt nur noch Einzeldates und ich gehe dann halt immer mal in die Villa und besuche die oder was? Könnte man doch machen, oder? Quatschen wir gleich nochmal? Sehr gerne. Gut. Ich würde am liebsten jetzt quatschen. Ja, gut, dann los. Glaube. Okay. Sehr gut. Ich finde es halt so geil, absoluter Cringe, ne? Keiner hat da irgendwie was zu sagen, zu reden, etc. Nö. Also, das muss alles Dominik übernehmen, das Entertaining. Da ist doch klar. Ich hätte richtig Angst, wirklich. Also, ich habe. So, also auf jeden Fall. Okay. Okay, ich mach mal hier so einen Schritt zur Seite. Als ob die den so. Bam! Kick. Kick nach rechts auf Kopfhöhe. Das kann die. Das weiß der. Also, irgendwie ist es heute ein bisschen awkward, oder? Ich hab alles erwartet in dem Moment. Ne? In meinem Kopf ging so ein richtiges Karussell ab. Okay, jetzt wird's richtig unangenehm. Ich frage mich halt, ob der wirklich sich dieses Hemd mitgenommen hat und sich gedacht hat, das ziehe ich an, wenn wir Tischtennis spielen gehen. Das ist mein Lieblingshemd dafür. Nein, ich wollte eigentlich nur sagen, dass es auf jeden Fall noch eine Revanche gibt. Ach so, dann ist ja alles okay. Aber die Nele ist doch eine Entspannte. Das juckt die doch nicht, dass du da mit anderen Weibern rumlegst. Was hattest du denn? Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja. Ja? Ich finde, du hast dich super geschlagen. Ich bin überrascht. Das war noch nicht alles. Das war noch nicht alles? Ich habe mich noch nicht eingegroovt. Die Krone geht an dich. Danke. Da ist sie echt sympathisch, oder? Das mag ich. Die Situation da. Ja, hätte sie jetzt gesagt, ey, ich habe gehört, du hast gestern, dann wäre ich da so ein bisschen in die Offensive und gesagt, ey, willst du mich verarschen? So ist es halt jetzt hier, ne? Aber genau das hat doch Jana Maria auch gesagt zu ihm. Oder hat die einfach mehr Anrecht? Wenn ja, warum? Sie hatten doch anscheinend beide die gleichen Dates. Aber so hat sie die Situation, muss ich echt sagen, hat sie sehr, sehr gut gelockert. Ja, ich freue mich, dass du mich heute mitgenommen hast. Ich dachte schon, mich gibt's nicht mehr. Ah doch, jetzt wird's doch mal kurz angesprochen. Natürlich gibt's dich. Wie geht's dir so? Was ist das für eine verdammte Frage? Nein, alles gut. Ich hab dich nicht vergessen. Ich kenne deinen Namen noch. Na gut, dann bin ich hier bei euch. Normalerweise, wenn ich mitkriegen würde, okay, da hat eine andere am Start, dann bin ich schon so weit weg. Du kannst mich gar nicht mehr sehen. Wirklich. Ja, ist ja auch voll verständlich. Aber ja, wirklich. Also es ist halt eine krass andere Situation, aber trotzdem liege ich trotzdem abends da und kann ich einschlafen, so, weißt du? Die Arme. Ich weiß nur, dass ich jetzt langsam in einer Phase bin, wo ich anfange, für die einen oder anderen echt Gefühle aufzubauen, Emotionen aufzubauen. Und du gehörst dazu. Das freut mich. Es hatten welche kommentiert. Er erzählt ja jeder dasselbe und sagt immer dasselbe. Irgendwo stimmt das auch, aber irgendwo stimmt das auch nicht, weil ich finde nicht, er sagt jeder dasselbe. Er hat seine Favorites und man erkennt die auch irgendwie klar. Und zu denen sagt er das und das ist doch völlig okay. Und dann auch noch, es gibt also mehrere für dich Gefühle entwickelt und du gehörst dazu, so... Ehrlicher geht doch gar nicht. Oder würdet ihr euch wünschen, dass er jetzt zu Nele nur sagt, ich entwickle für dich Gefühle und dann bei der Nächsten sagt, ich entwickle für dich Gefühle. Also, ihr müsst mir das erklären. Woher rührt euer Hass gegen Dominik? Schön, dass wir gesprochen haben, ne? Okay? Ja. Wird schon. Ich fühle mich einfach unfassbar wohl bei ihm in der Nähe und man merkt einfach, dass es sich gut anfühlt und dass es einfach irgendwie passt und harmoniert. Und da ist immer noch die gleiche Spannung, da ist immer noch... der gleiche Wohlfühlfaktor da, also da hat sich nichts verändert. Okay, und bei den anderen? Fühlst du nichts oder was anderes? Doch auch dabei, das ist auch seine Favoritin. Okay, Chiara, kommst du mal mit mir? Mhm. Chiara, okay. Ich würde mich freuen, mit dir mal zu quatschen. Ja, ich freue mich auch. Super. Ich bin ein Mann, der sich gerne fokussiert irgendwie auf eine Frau. Und bei Gruppendates ist es eher so, kommst du keinen intimen, intensiven, da kommen keine intime, intensive Momente zustande. Ja, das verstehe ich. Auch sich vielleicht auch generell mehr auf eine Person fokussieren zu können, als auf eine ganze Gruppe. Also wenn du nicht der Entertainer bist vom Dienst, ne? Hallo! Ist das natürlich absolut schwierig, für den da zu sitzen und alle Mädels zu unterhalten, so. Das finde ich aber auch unfair. Ich meine, die sind ja genauso da und könnten ja irgendwie mal eine Initiative ergreifen. Nö, die sitzen da, lassen sich bespaßen. Aber ist wahrscheinlich jeder verunsichert und für jeden eine Kacksituation. Ich meine, er ist ja ein schöner Boy. Hau noch mal raus, so ein bisschen ein paar Key Facts über dich. Also, pass auf, ich bin gelernte Tourismuskauffrau, bin 24 Jahre alt, komme aus Hamburg. Das hat die schon erzählt. Langweilig. Mir ist halt aufgefallen, ich bin wirklich sehr an dir interessiert, aber ich finde es halt wirklich sehr schwer, weil ich finde, dass von dir irgendwie nichts kommt. Mhm. Auch eine ehrliche. Finde ich gut. Ich bin nicht 100% hetero. Habe ich erstmal richtig schwitzige Hände bekommen. Also die ist bi? Okay.
Okay. Yoga? Okay, also sportlich, aktiv? Ja, genau. Wow. Wow, ich hasse Sport. Ich gehe nie ins Fitnessstudio, ich spiele Tischtennis 5 Stunden am Tag, deswegen sehe ich so geil aus. Ja, ich weiß nicht, mag er sportliche Frauen jetzt eigentlich oder nicht? Hat er gar nicht gesagt, ne? Ich sehe in der Zukunft einen Mann an meiner Seite, auf jeden Fall einen Partner. Mhm. Mich interessieren Frauen auch, aber in einer ganz anderen Art. Hä? Also es ist einfach nur eine sexuelle Präferenz von ihr oder was? Aber für eine Beziehung reicht es nicht mit einer Frau? Das finde ich aber auch eine harte Aussage, oder? Ich glaube, ich kenne dich jetzt in- und auswendig. Ja, ne? Der weiß 3 Dinge über dich, aber anscheinend reicht's auch, weil mir hat sie nichts zu erzählen. Du kannst nicht in den Gruppendates irgendwie eine Frau richtig kennenlernen, ne? Okay, wenn du das sagst. Du bist da der Profi. Ja, aber du fühlst dich safe, oder? Ja, was heißt safe? Also ich fühle mich so normal, aber ich denke nicht, dass ich nach Hause gehe beim nächsten. Ja. Und du, Christina? Ob ich mich safe fühle? Mhm. Ja, aber ich möchte selbst gehen. Echt? Mhm. Nein! Shakira, nein! Ja, ich mag ihn auch voll. Als aber Kumpel. Nicht als, genau. Ah, er ist so der Kumpeltyp. Jetzt, weil die über Mario Kart geredet haben. Aber sie hat doch gesagt, sie braucht erst die Freundschaft und dann entwickelt sich was. Aber ich rede trotzdem noch mal mit ihm und dann gucke ich, was er sagt. Und krass. Das bin ich auch krass. Ich möchte halt auch fair bleiben und nicht nur den Mädels gegenüber, auch ihm gegenüber, weil ich ihn so schätze und weil ich ihn so mag, will ich auch schauen, was er dazu zu sagen hat und nicht einfach meine Sachen packen und abhauen. Gute Einstellung. Wie geil sieht die eigentlich da aus mit den Locken und diesem Blau? Das sieht so heftig gut aus. Aber ich bin so froh, dass ich ihn geküsst habe, weil er kann gut küssen, Leute. Ach, Jana Maria, lass doch einfach mal stecken. Das ist doch so unnötig, jetzt damit wieder anzufangen, oder? Würde ich auch direkt sagen, hey, warum sagst du das? Jetzt komme ich komplett passiv-aggressiv, halt einfach die Schnüsse. Ich will es gar nicht wissen, ich hab's schon verstanden. Ja. Du bist eh mal überzeugt von ihm, egal was er macht. Ja. Ja. Vielleicht ist er dein Traummann. Also bis jetzt, ja. Sollen wir ihn vielleicht alle verlassen, damit du mit ihm durchbrennen kannst? Ja. Eigentlich wäre es ganz gut. Also, Bonanotte. Ja, ich gehe jetzt auch. Kein Bock mehr, über Janas Kuss zu reden, ey. Ja, aber ist doch Abfuck. Also, das kannst du echt mal stecken lassen, Jana Maria. Lass die doch. Die wollen auch alle mit dem knutschen. Jetzt, oh, nee, das ist ein uncooler Move. Ja. Die Stimmung war cringe. Oh, hier steppt der Bär immer noch, wie ihr seht. Da hätten sie die Band einfach mal mitnehmen sollen. Dann hätten sie jetzt nochmal aufgestellt. Alle hätten wie wild getanzt. Die Situation wäre aufgelockert. Toll, Dominik. Das war ein Fehler. Ich bin in den Gruppen jetzt irgendwie, habe ich das Gefühl, immer in der Rolle von dem Entertainer. Habe ich eben auch schon gesagt, ne? Aber ich habe es falsch gesagt. Entertainer! Ich kann doch nichts. Was sagt man jetzt? Du willst es jedem recht machen, irgendwie, der da sitzt. Du willst für jeden da sein, ist aber auch schwierig. Der denkt echt viel nach, ne? Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Aber mir fällt es auch immer wieder auf, dass er so ein Kopfmensch ist. Ist man da ein Kopfmensch? Ich weiß es gar nicht, aber er denkt viel. Overthinker. Was können wir noch probieren? Also ich kann auch einen Spagat. Ich kann einen Purzel bauen. Cool, mach mal. Oh. Nein, aber dann bist du dreckig. Ach, okay, lass es. Scheiß drauf, Mann. Ich mach's einfach. Finde ich wieder eine geile Aktion. Hey, und dann komme ich schon so weit, dass ich da Purzelbäume schlage, damit einfach die Stimmung auch aufrecht bleibt und jeder mit einem guten Gefühl nach Hause geht. Ach, Mann, und der landet extra wie so ein kleiner Idiot. Ich finde das süß. Mit so kleinen Spielchen und so kleinen Gags, klar, lachen wir und haben Spaß. Hey, also die könnte direkt jetzt hier Warp Cardi B tanzen. Das würde ich mir wünschen. Aber ja, ich will die Frauen kennenlernen. Ich will richtig wissen, was steckt hinter dieser Person. Und es war ein Date, das ich durchwachsen nennen würde. Mit einem super Happy End. Aber wenn er so darüber redet, ne, eigentlich ist ja ganz witzig, was die machen, denkt man so. Er fand's voll scheiße. Und dann tun die mir leid, dass sie da ihren Zirkus abziehen für den. Mein Herz ist am Rasen gewesen. Oh shit, der Heli kommt. Der Heli kommt, Leute. Ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper. Dann kläre ich euch mal auf. Es war ein super schönes Date. Wirklich, hat Spaß gemacht. Aber es ist noch nicht zu Ende. Naja, für eine Person, ne? Eine kommt mit. Wen nimmt er? Ich habe irgendwo gehofft, dass er mich mitnimmt und mit mir sowas erleben wollen würde. Das klingt doch jetzt so, als wäre es Aurora, oder nicht? Wenn mich heute Anna dabei begleitet, ja, an einen verlassenen Strand zu fliegen. Irgendwie wäre das doch so klar, oder? Es war doch so klar, entweder Nele oder die. Also, oder? Und Nele hatte schon. Anna will er ja auch noch an die Wäsche. Das war klar. Hast du Lust? Ja.
Let's go. Ich bin halt einfach neidisch. Aber wisst ihr, was ich an Aurora mag, ne? Die zuckt nicht mit der Wimper, uns zu sagen, dass sie neidisch ist. Neid ist halt, ja, ist kein schönes Wort und keiner sagt von sich selbst wahrscheinlich gerne, ich bin neidisch, ne? Und ich bin auf eine Situation, eine Frau, auf eine Person neidisch, aber die macht es einfach und das finde ich auch gut. Also, Ehrlichkeit währt am längsten. Aber das passt halt nicht, wenn man so immer ablästert, ne? Da muss man vielleicht noch mal ein bisschen an sich arbeiten. Ist die Überraschung aber gelungen? Ja. Ja, ist okay? Anna war ja schon immer eine Person, wo ich gemerkt habe, okay, hey, da ist irgendwas, das spüre ich. Aber wir hatten bislang noch nicht wirklich so die Zeit gehabt, intensiver miteinander zu sprechen. Und deswegen war mir klar, ey, ich brauche ein Date mit ihr. Ich brauche ein Date mit ihr. Meine Hose hat entschieden. Ich habe mich super gefreut. Das ist so ein Moment, den man sein Leben nicht vergisst und so einmalig und dass wir das jetzt teilen dürfen und dass er einfach auch daran denkt, ich möchte Anna dabei haben. Ist richtig, richtig schön. Ist auch richtig, richtig schön. Aber jetzt ist es doch erst, also noch eine schöne Memory. Stell mal vor, der zieht jetzt richtig scheiße mit dir ab, dann guckst du doch nicht gerne auf diese Memory zurück, oder? Ich meine, ich bin aus dem Flugzeug gesprungen. Ich dachte mir so, was soll das noch toppen? Aber ich muss echt sagen, der Heli-Flug war sehr, sehr besonders. Und diesen Moment mit Anna zu erleben, war einfach einzigartig. Und ich muss echt sagen, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, springst du jetzt morgen aus dem Flugzeug oder fliegst du nochmal Heli, könnte ich es dir gerade nicht sagen. Also das ist wirklich auf einer Ebene. Ich dachte, der sagt jetzt, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Jana Maria und Anna. Aber eigentlich sagt er das ja damit, ne? Antwort ist, er könnte sich nicht entscheiden. Okay. Und dann hoffe ich, dass ich ein bisschen besser in deinen Kopf mal eintauchen kann heute. Bist du das immer noch nicht? Keiner ist das, weil du nie irgendwas sagst. Nein. Nein? Immer noch nicht. Okay. Sie ist überrascht. Sehr überrascht. Warum? Weiß ich nicht. Ich kann dir einfach nur sagen, was mir gerade so auf dem Herzen liegt. Ich habe heute gesehen, dass du mit Nele einen sehr intensiven Blickaustausch hast immer. Weil sie deine Bezugsperson wahrscheinlich ist, ne? Hat der direkt durchschaut, ne? Hat der direkt durchschaut, das ist kein Bachelor, das ist Uri Geller. Ich habe so ein bisschen Angst davor. Also mir ist es ultra wichtig, dir zu vermitteln, dass ich krasses Interesse an dir habe. Und ich will nicht, dass Nele irgendwie, dass Nele ein Grund wäre, dass du mir gegenüber vielleicht dich nicht öffnen könntest. Da ist ja schon was passiert, so ein bisschen mit Nele, ne? Bisschen. Ja? Bei Nele muss ich das nicht ansprechen, weil habe ich gemerkt, das ist ihr kackegal. Da gilt Hoes before Bros. Bei dir auch? Ich hoffe ja. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass das cool ist, so das immer alles zu hören, aber letztendlich versuche ich halt bei mir zu bleiben. Genau, das hat Nele auch gesagt. Ich versuche immer bei mir zu bleiben. Jetzt frage ich mich, wer hat es zuerst gesagt? Also zueinander, aber anscheinend, ach, keine Ahnung. Ja. Ich sag dir ganz ehrlich, ich würde mir eher Gedanken machen, wenn du andere Mädels toller fänden würdest, weil ich dann an dir zweifeln würde. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst und ich finde es absolut arrogant, sowas zu sagen, Alter. Das impliziert doch, dass sie sich über jeden von den Mädels dann Urteil gebildet hat. Manche sind gut genug für ihn, manche nicht. Und würde er jetzt eine nehmen, die nicht gut genug ist, kann nicht der Mann für mich sein, oder? Also ganz miese Nummer. Oder habe ich das komplett falsch verstanden? Ele ist ein tolles Mädel, deswegen, okay. Ja, ist es mir so lieber, als wenn ich deine Wahl nicht nachvollziehen kann. Ja. Was ist das? Ist gut. Krasse Antwort, ey. Puh. Ja, ich finde es auch ein bisschen hart, vor allen Dingen auch den anderen Frauen gegenüber. Aber ich bin ein bisschen beruhigt jetzt. Also das, was du gesagt hast, klingt für mich flüssig. Also so weit habe ich gar nicht gedacht. Also intelligent, da sieht man einfach, die hat echt Grips. Damit habe ich nicht gerechnet. Nicht in diesem Format. MFG Dominik. Aber wenn wir schon so ehrlich sind, dann bin ich das auch gleich mal. Oh, yes. Da freue ich mich drauf. Immer ehrlich sein, perfekt. Okay, du passt auf jeden Fall nicht in mein Raster. Okay. Aber... Was ist denn dein Raster? Eigentlich immer Südländer, dunkle Augen. Ich gönn's ihm. Little Girl. Okay. Aber hab halt für mich gemerkt, dass ich damit immer gar nicht so gut gefahren bin. Deswegen bist du jetzt gut genug, Dominik. Schön. Menschen werden ja schöner, wenn du sie kennenlernst, weißt du? Gerade die man vielleicht erst nicht so auf dem Zettel hat. Und eigentlich bist du hässlich, aber ich habe mir jetzt überlegt, du bist doch ganz hübsch, weil dein Charakter, der ist gut. Was will sie denn hier sagen? Ja, es gibt ja Frauen, die bestätigen das, was ich sage. Die sagen mir das, was ich hören will. Anna sagt mir ins Gesicht, ich stehe gar nicht eigentlich auf den Typ blond-blaue Augen. Also das muss ich auch erstmal sagen. Das ist auf jeden Fall keine Memme. Es gibt aber auch Frauen, die wissen ganz genau, dass es so Frauen gibt. Und deswegen wollen sie eine andere Art Frauen sein und sind deswegen immer auf Kontra oder was weiß ich. Einfach immer so ein bisschen überlegen und ach, was weiß ich. Soll die machen, wie sie will, aber ich glaube, es ist genauso eine Strategie wie, wenn eine Frau immer Ja und Amen sagt.
Sieht da keinen Unterschied. Was ja auch wieder Stärke ist irgendwie und Selbstbewusstsein irgendwie auch widerspiegelt. Wir brauchen nicht darüber reden, dass du gut aussiehst und so, ne? Nicht, dass du jetzt irgendwie, dass ich dir ein falsches Gefühl vermittle. Ja, also auf jeden Fall hast du gerade eben ihm das Gefühl vermittelt, dass er hässlich ist. Stell mal vor, das würde er zu einer Frau sagen, so. Er würde da sitzen und zu den Kandidatinnen sagen, also du bist gar nicht mein Typ, absolut gar nicht, aber deine Art macht dich schön. Deswegen ist es kein Problem, dass du hässlich bist. Die würde sich doch erstmal ins Kissen weinen. Er sitzt da und sagt, ja, die ist selbstbewusst. Das mag ich. Die zeigt Stärke. Ich finde das toll. Ich glaube, viele Männer würden vielleicht auch einfach dann so ein bisschen eingeschüchtert sein und denken, okay, die findet mich nicht geil genug, da gibt es aber noch 10 andere, die finden mich geiler. Dann fokussiere ich mich doch auf die. So, wisst ihr, wie ich meine? Ich weiß ja eigentlich noch gar nichts über dich. Ich liebe diese Frage, ich stelle sie auch eigentlich immer. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie gerne... Auf welcher Seite vom Bett schläfst du am liebsten? Rechte Seite. Ja? Und du? Auch. Okay. Nein, alles gut. Das ist, war jetzt nur so ein Beispiel. Eigentlich ist es mir egal, ich kann überall schlafen. Ich muss mich nur dran gewöhnen. Wenn du jetzt sagen würdest, ey, die rechte Seite ist mir, dann komme ich auch auf der linken Seite klar. Es ist so simpel, aber ich finde es mal wieder einfach nur süß. Für mich ist Anna ein richtiger Hingucker, ne? Also ich will ihr gar nicht so viele Komplimente machen, aber sie ist ein richtiger Hingucker für mich, ne? Also sie ist echt so ein Typ Frau, wo ich sage, oh, du Flamme. Auch wenn das nicht auf Gegenseitigkeit beruht, aber sie ist eine Flamme, echt. Sie ist echt genau mein Typ, ja. Die ist hochattraktiv. Und er findet noch so nette Worte, obwohl sie ihn voll weggedisst hat. Ich liebe das. Warum grinst du? Nichts. Ich denke nach. Du machst mich verlegen. Macht Spaß. Dass du mich verlegen machst? Mhm. Macht Spaß? Mhm. Super. Super. Ach, die Anna. Die Anna. Ja. Joachim. Hat sich einfach sehr, sehr gut angefühlt mit dir. Das ist so schön. Hier hängt entweder eine Spinne irgendwo hier. Die findet dich, das ist meine Anna. Geh weg da. Aber, ja. Startet der wieder? Komm, wir machen den Sekt auf. Wie, komm, wir machen den Sekt auf, um noch einen Schluck jetzt zu trinken und dann ein Heli oder was? Entschuldigung, damit nicht so. Den Sekt vor allem. Was ist denn das? Champagner. Oh, sorry. Champagner. Weißt du was? Champagner. Die Anna, die weiß. Das ist Luxus. Die gibt mir echt ein super, super gutes Gefühl. Und das Gefühl hatte ich echt bei wenigen bisher. Die ersten Schmetterlinge kommen geflogen. Hey, das hast du bei Jana Maria aber eben auch gesagt. Da waren zwar kleine Schmetterlinge, aber da kamen auch schon welche. Oder meint er jetzt die ersten bei Anna? Gibst du auch Mädels die Chance? Also ich möchte, ich habe immer das... Okay, ich fange nochmal an, weil ich möchte nicht, dass du das Gefühl hast, ich möchte dir irgendwie die anderen Mädels die ganze Zeit einpreisen. Oder schlecht reden. Weil was, wie hat der Satz hier begonnen? Gibst du auch Mädels die Chance? Das hat doch wahrscheinlich, gibst du auch Mädels die Chance, die vielleicht kacke aussehen, kacke Charakter haben? Oder was? Also ich check ihren Film nicht. Ich glaube, sie ist auch so eine, jetzt passt auf, wenn die in einer Beziehung ist und ihr Freund. Oder sie hat eine gut aussehende Freundin oder was. Da muss einfach nur ein Mädel kommen, die auch toll ist, ja? Und davon gibt es sehr viele. Da sagt sie direkt, ja, die findest du toll, ne? Ich verstehe das auch, klar. Ich würde mich auch verlieben, ist doch klar. Und der Freund nur so, hallo? Ich hab die doch nur angeguckt, ich hab doch nur hallo gesagt. Nein, ist doch, ich verstehe das. Nimm die. Mich würde es ja wundern, wenn du sie nicht gut findest. So, the fuck? Oder ja, so, doch, so ein bisschen habe ich das Gefühl schon. Ja, hab ich mir schon gedacht, dass du so sagst, ja, ey, Nele ist super. Ich denk mir so, ey, warum sagt die mir, Nele ist super? Ich will dich so. Ja, ne? Warum sagst du mir gerade, Nele ist super? Vergiss das, eine Masche. So ein Gespräch, wie ich jetzt mit dir hatte, so ein intensives Gespräch, hatte ich noch mit keiner. Bullshit. Wenn das Jana Maria oder Nele erfährt, meint ihr, das sagt die so zu Nele? Der hat das und das gesagt? Boah, das wäre hart. Ist auf jeden Fall sehr besonders heute. Übelst. Tschüss. Auf uns. Und nicht darauf, dass du mir jetzt gleich wieder sagst, die anderen sind auch super. Ja, das merkst du selber. Mann, ey, hör doch auf. Ich finde, du bist super. Ich kann gar nicht mit Komplimenten. Es ist ganz furchtbar, nein. Wenn du was soll das? Was ist das hier? Ich bin sehr happy. Bisschen mehr Licht im Dunkeln. Tatsächlich, ich bin, ja. Ich muss echt sagen, das war ein super, super schönes Gespräch. Ist jetzt vorbei, aber ist doch schön. Also er ist happy, sie ist happy. Was wollen wir denn mehr? Dann, warum lachst du so? Weil du dich so an deinem Glas festhältst. Ja. Wir müssen uns verabschieden. Ja? Der Moment ist gekommen. Was ist, damit ihr euch auf gar keinen Fall küsst? Die Gespräche, das Erlebnis, das Zusammensein, das Gefühl, alles, was jetzt dabei rüberkam heute in diesem Date, das war alles echt nahezu perfekt, würde ich sagen. Ne? Also 1A. Ja. Krass. Also so begeistert war er wirklich noch von keiner. Ob Anna die neue Favoritin wird? Could be. Hm? Das war super schön. Mach's gut. Bis bald. Mach's gut. Bis bald. Das hört sich so an, als würden wir uns lange nicht mehr wieder sehen. Ja, ist doch so. Erst mal. Also morgen schön. Vielleicht. Warte, ich hab eine schöne Hand. Ja, du kannst sie ruhig so. Genau. Eine schöne Umarmung. Danke.
Hat Spaß gemacht, wirklich. Was ist das? Er fragt sie nach einer schönen Umarmung. Lass die Schuhe fallen. Ich will noch mal jetzt mich an dich drücken. Er ist wie ausgewechselt. Nein, also das ist wirklich... Also wenn ihr Dominik mal trefft und der umarmt euch einarmig, dann wisst ihr Bescheid. Bei zwei Armen, Aufgebot ist bestellt. Das ist, glaube ich, besonders genug heute, so wie es war. Deswegen ist es auch voll fein, dass kein Kuss, keine Rose oder so verteilt wurde. Weil da erinnert man sich sein Leben lang, glaube ich, dran. Und erzählt seinen Enkelkindern dann irgendwann davon. Ah, das finde ich gut, ihre Einstellung. Ich fände einen Kuss jetzt auch zu viel. Man würde dann ja auch denken, Dominik... Was? Was hat sich geändert? Nein, das wird zu viel jetzt. Wir sind war super schön, so wie es war. Und ich glaube, das war super wichtig. Und das nächste Mal küsse ich sie. Genau mein Humor. Scheiß auf den Kuss. Also jetzt in dem Moment, ne? So, ja, man könnte jetzt sagen, oh, hättest du sie geküsst? So, nein, das war komplett gut, wie es war. Also ein Kuss kann ja auch voll viel kaputt machen. Ich finde auch Piano. Man kann sich ja noch beim zweiten, dritten, vierten oder fünften Date küssen und auch andere Dinge tun. Also... Ich sehe da jetzt gar nicht das Belangen, so groß darüber zu diskutieren, ob das stimmt, dass kein Kuss gefallen ist. Ich weiß nicht, ob das den Wert gehabt hätte, nachdem was gestern passiert ist. Also ich glaube, das wäre zu viel gewesen. Und ich glaube auch, dass das Date, so wie es heute passiert ist, für sich steht, auch ohne Kuss. Der richtige Zeitpunkt wird nochmal kommen, da bin ich mir sicher. Wenn es nur der Moment ist, dann ist er perfekt. Dann ist das die Frau, die ich jetzt morgen sehen will, übermorgen sehen will und überübermorgen sehen will. Krass. Das ist krass. Aber da sind so viele andere Frauen und das kann ich nicht ignorieren. Ja, das stimmt. Vor allen Dingen nicht hier die, die du gut findest, ne? Ich glaube, der wird sich da einen Vierer und Fünfer wünschen, eventuell. Oh, von Ronzo und so. Hallo, hallo! Anna? Anna? Ja? Anna! Ja, und Anna muss natürlich jetzt erstmal berichten. Wir sind bestimmt eine halbe Stunde geflogen. Oh, geil. Und da sind wir an so einem verlassenen Strand. Direkt am Strand gelandet. Echt? Ja. Wow. Ja, und dann haben wir halt gequatscht, ganz viel. Toll. Kein Kuss? Also ich glaube, es ist zu früh gewesen. Nele und Maria. Auf einmal, ne? Super. Nele so, du kannst weiterhin meine Freundin bleiben. Abgesehen jetzt von der Situation, wäre es dir zu früh gewesen oder? Nee, aber so mit dem, was jetzt so passiert ist, das wäre eigentlich nicht richtig gewesen. Es wäre auch zu viel gewesen. Ich glaube, ja, keine Ahnung. Aber schön. Ja. Und dann ab ins Bett, ihr kleinen Mäuse. Nächster Tag. Nachricht! Hallo zusammen. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Eine von euch würde ich gerne jetzt zum Eisessen ausführen und ja, den romantischen Sonnenuntergang genießen. Wen nimmst du mit? Lara, pack deine Sachen. Ja, finde ich aber auch angemessen. Die ist ja auch eine seiner Favoritinnen, hatte bislang kein Einzeldate, wurde Zeit. Mega, ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet. Weil innerlich habe ich eigentlich schon damit abgeschlossen, dass ich nicht zu seinen Girlies gehöre, die er gerne hat. Echt? Aber er hat es ihr doch auch ganz klar gesagt irgendwann, oder? Boah, ich will auch Eis essen. Ja, wäre mega Eis. Ja, jetzt gönnt mal, ihr habt schon genug bekommen. Ja, jeder muss seine Chance bekommen, ne? War mir klar, dass ich nicht wieder dran bin. Nee, ich glaube jeder nicht, Nele. Der gibt wirklich nur denen eine Chance, wo er auch Potenzial sieht. Ja, süß. Aber dann macht er Bikini weg und nur Titten. Right, Titten. Ist Valeria nicht einfach die geilste? Dieser Rat, der kommt von Herzen, das finde ich einfach nur super. Ich finde so ein Alltagsdate echt cool, also echt lässig und teilweise würde ich das sogar besser einordnen als die Dates, wo wir echt ja, auf dem Thron sozusagen sitzen. Fühle ich komplett. Ist halt einfach viel natürlicher, echter als so ein Fake-Show. Zaubern siehst du aus. Dankeschön, kann ich nur zurückgeben. Weil es einfach die Realität widerspiegelt und man da auch vor allem auch merkt, ob man irgendwo auf einer Wellenlänge ist und ob das alles gut funktioniert, wenn man auch nur mal durch die Straßen taumelt. Taumelt besoffen, meint der oder was? Ob das gut funktioniert, ob die sich benehmen kann oder ob die da jeden anpöbelt von jedem Auto, die wie heißt denn das, Rückspiegel wegtritt oder Schlimmeres. Mitten auf die Straße pinkelt. Ja, ich freue mich, dass du mega bist. Gefreut. Hast du dich gefreut? Ja, kommst sehr überraschend. Ja? Ja, voll. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen heute auch was zu reden. Ja? Und, einfach mal ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Vor allem in so einer Alltagssituation. Mhm. Wir beide werden uns jetzt ein Eis schnappen.
Dann einfach ein bisschen durch die Straßen taumeln. Gerne. Und dann zeige ich dir noch einen schönen Platz. Gerne, ich freue mich. Ja? Jetzt holt euch das Eis. Lara ist ein Blickfang. Also ich habe sie schon immer seit Tag 1 irgendwie im Kopf. Und wir hatten schon viele coole Gespräche, dass ich so langsam lerne einzuschätzen. Hast du denn Lust auf ein Eis? Ja, voll. Es war wirklich wunderbar, dass wir endlich mal zu zweit sein konnten, ohne die ganzen Girlies. Die ist irgendwie total süß, oder? Ich habe mir die ganze Zeit schon überlegt, so okay, wann habe ich die Zeit oder wann schaffe ich es endlich, dir auch noch mehr Aufmerksamkeit irgendwie zu geben, damit ich dir einfach zeigen kann, ey, du bist eine Person, eine Frau, an der ich krass Interesse habe. Krass, hätte ich nicht gedacht. Nein? Ich habe schon, um ehrlich zu sein, fast so ein bisschen aufgegeben. Was? Ja. Dein Ernst? Ja. Der ist auch immer so ein bisschen, fuck, Alter, ich verliere die alle, was mache ich falsch, ne? Das ist natürlich nicht schön, ne? Das Gefühl will ich auch nicht vermitteln. Zeigt einfach, dass ich die Aufmerksamkeit vielleicht auf diese Frauen nochmal verlagern muss, die sich vielleicht ein bisschen vernachlässigt fühlen. Ja, absolut. Guck, da hat er wieder ein Learning rausgezogen, also super. Mir ist wichtig, dir einfach das Gefühl zu geben, dass du wirklich auch ganz weit oben bist. Auch ganz weit oben bist. Er hätte sagen können, dass du wirklich ganz weit oben bist. Nein, er ist ehrlich. Ach Mann, ich habe das Gefühl, ich sehe ihn aus einer anderen Augenperspektive als ihr. Und das stört mich, weil ich will doch so sein wie ihr. Schön zu hören. Dann habe ich vielleicht wieder ein bisschen Hoffnung. Yeah, hör auf, was du sagst. Nein, alleine durch das Einzeldate hat mir jetzt wieder... Ja? Ja, weil ich hätte sonst wirklich innerlich schon ein bisschen abgeschlossen. Wehe. Ich glaube, der ist ein bisschen überfordert mit seinem Eis. Auch ganz cool hier, gell? Ja. Diese ja, du hast ja hier. Geld. Wollen wir was kaufen? Ja. Wie geil. Der hat ja Geld und die alle haben ja nichts. Und er hat hier die Moneten in der Tasche. Junge, ich will den ganzen Markt. Boah, da würde ich jetzt aber mich ordentlich eindecken mit Souvenirs. Für die ganze Familie, Freunde und noch meine Follower. Tiago, hoch ein Video. Machen wir so ein Partnerarmband? Ja, voll, natürlich. Ja? Natürlich. Oh, der wird Jana bei mir aber eventuell ausrasten, weil ihr habt doch auch schon so ein Partnerarmband nicht. Er hat dir ein Glücksarmband geschenkt, ein armbandes Armband. Hier, ich habe ein schönes für dich gefunden. Das ging schnell bei mir. Hier, sag mir bitte, dass es dir gefällt. Ja. Ist gut? Doch, ist schon okay. Ja. Scheiße, aber gut, ich nehm's. Es ist vom Bachelor. Okay, warte, die sind okay, du kannst doch was anderes. Nee, was? Schön. Ja? Wie gefällt dir meins? Ist auch super. Ja? Perfekt. Okay, nehmen wir. Machen wir das? Ja. Okay. Thank you. Thank you. Okay, perfekt. Siehst du, jetzt haben wir zwei Armbänder. Ziehen wir gleich an, ja? Ja, da redet er halt wirklich wie ein Vater mit seinem Kind, ne? Dann ist richtig süß hier. Ja, ne? Mhm. Das ist einfach mal so was Normales. Genau. Finde ich auch richtig schön. Okay, wir ziehen uns die Armbänder an, oder? Das sind jetzt unsere personalisierten Armbänder. Ja. Wieso sind die personalisiert? Ist das nicht ein Massenprodukt? Was hast du denn für einen Knoten? Boah, ich habe keine Ahnung. Doppelknoten, ja. Dann kriegst du es nie wieder weg. Ja, ist doch schön. Dein Wort in Gottes Ohren, Dominik. Wenn du es nächste Woche nicht trägst oder darauf die Woche oder was weiß ich, im nächsten Jahr, dann bin ich sauer. Warte. Wenn mich alle fragen, wo hast du das her? Ja, von meinem Zug. Ja, genau. Das. Ja, ich finde, die haben wir ganz gut ausgesucht. Also, sieht süß aus. Seins ist natürlich auch super schön. Ja, aber sieht gut aus. Sieht gut aus, das steht dir richtig gut, ja. Mann, früher hat man immer Freundschaftsarmbänder gehabt. Man hatte immer so 3, 4, 5, ne? Das war eine schöne Zeit. Das ist ein schönes Andenken an Lara, an ein super schönes Date, an eine Frau, die echt wundervoll ist. Warum hast du mich für dieses Date ausgewählt? Weil wir ja bislang auch nur diese Gruppendates hatten, ne? Und ja. Ab und zu mal so ein Gespräch, aber das ist ja auch... Nee, das ist Quatsch, dieses Gespräch. Da fühlt man sich einfach in der Sekunde so unter Druck gesetzt. Ich hab da keine Ahnung, da babbel ich halt irgendeinen Kack daher. Ich finde das geil, nee, so Quatsch. Aber ich verstehe total, was sie meint. Nur um dich zu beeindrucken. Ja. Das ist, nein, nein, nein. Das bin auch nicht ich. Na, nee. Ich bin da so unter Druck, weil man muss ja in diesen 5 Minuten abliefern. Ach, was für abliefern? Muss ja. Aber so sein, wie du bist, ne? Muss man aber, weil muss sonst brauchst du einen raus. Ah. Muss man ja auch nicht, weil man dich ja gut findet. Okay. Und man kann ja meistens gar nicht so sein, wie man ist, weil man total aufgeregt ist. Und irgendwann muss man dann ja sein. Also ich verstehe total, was sie meint. Er geht so. Und das setzt wirklich tierisch unter Druck. Ja? Ja, schon. Okay, wenn wir deine Wortwahl nehmen, abliefern, dann hast du abgeliefert bis jetzt, okay? Der tut wieder Daddy, ne? Daddy. Daddy-Move. Okay, gut. Aber nicht nur abgeliefert, sondern auch das Gefühl einfach, das ich bei dir habe. Und das ist auch wichtig. Es gibt auch viele, die hier, nennen wir, abgeliefert haben, ja? Wenn wir bei der Wortwahl bleiben. Aber wo das Gefühl einfach nicht so gut ist. Und dann klappt es halt auch nicht. Immer wenn er abgeliefert sagt. So lustig, wenn die das. Am Anfang hast du mich gefragt, ob du mir optisch gefällst. Ja. Und hier ja, sehr. Gefällt dir optisch auch? Du bist, ja, sehr, sehr, sehr. Ha, gut. Wie die Faust aufs Auge, sagen wir so. Ich finde auch, dass wir optisch sehr, sehr gut zusammenpassen. Ja? Ja, ich mag das, wenn man so gleich aussieht. Mhm.
Die steht also auch auf den Geschwister-Look. Super. Es ist natürlich immer schön, Komplimente zu bekommen und auch Komplimente zu verteilen. Mag ich auch gerne. Ich meine, er ist ja ein schöner Boy. Süß, oder? Also ich glaube, die hatte auf jeden Fall eine schöne Zeit. Ja, optisch passt das schon. Aber es ist ja, es geht ja nicht nur um die Optik, ne? Wer traurig bin. Ist doch nicht langfristig, ne? Also das wäre, nee. Optik ist ja so eine Sache. Man, es gibt ja so einen schönen Spruch, der sagt auch immer. Genau. Optik, wie heißt der? Die Optik entscheidet, wer zusammenkommt, und der Charakter entscheidet, wer zusammenbleibt. Richtig. Finde ich ein bisschen lächerlich. Aber du hast nichts zu befürchten. Das matcht ziemlich gut. Ich finde vom Optischen als auch vom Charakterlichen her bombastisch. Und ich finde, das ist ein Hammer-Date hier, was wir gerade haben. Das ist auch schön. Ich finde, das passt richtig gut. Ich habe das Gefühl gehabt, ich konnte mich richtig fallen lassen bei ihr. Ich habe das Gefühl, aber keine Anspannung. Finde ich auch. Man merkt richtig, wie entspannt die zusammen sind. Schön in der Zeit. Mhm. Kannst du dir vorstellen, noch auf ein Date mitzukommen? Ja. Auf ein Einzeldate auch? Ja, sowieso. Nur, nee, schon. Sie sind ein Spaß, nachher kriege ich gar keins mehr. Ich finde, er hat mir heute extrem viel Sicherheiten gegeben. Er hat mir klar gemacht, dass er mich gut findet. War mega schön. Ja, kann man gerne wiederholen. Schön. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Der hat heute noch gar nicht Heiliger Wimpern gesagt. Was ist da los? Meint ihr, die haben dem gesagt, Dominik, beim Schnitt, uns ist da was aufgefallen. Entschuldigung, wir wissen, du bist der Bachelor, wir wissen das. Aber eine Sache, die geht einfach nicht. Du sagst ständig Heiliger Wimpern oder meine Güte. Ja, ist nicht einfach. Ich bring dich nach Hause heute. Ja, in die Villa. In die Villa? Aha. Und verbring den Abend bei euch. Cool. Ja. Ja, schön. Ist echt schön. Und die halten da Händchen. Und er hatte doch Jana Irina gesagt, Jana Maria. Beziehungsweise die hat gesagt, wir wollen mehr Zeit miteinander verbringen, jetzt geht er da in die Villa. Also er hat es direkt umgesetzt, das finde ich toll. Auch wenn es für eine andere Frau ist. Fährst du? Ja. Keine berechtigte Frage. Na gut. Du kannst natürlich genauso gut fahren, aber heute übernehme ich mal die Gentleman-Rolle. Lass mir die bitte. Meinst du, die würden uns hinterherkommen, wenn wir jetzt einfach so wegfahren, abbauen? So? Ich wäre dafür. Wärst du dafür, durchzubrennen jetzt? Ja, schon. Wie sollen die hinterherkommen, frage ich euch. Wie soll das gehen? Hey! Kleiner Blick noch auf die Titten. Den gönnt er sich. Und? Pizza hast du mitgebracht? Ja, klar. Ja, super. Ich finde so geil, dass die da einfach auch nicht weggeht. Ne? Die bleibt einfach im Weg stehen. Dominik, guck noch mal hin. Pizza hast du mitgebracht? So. Hallo. Ja, und wie geht's euch? Gut. Wir haben Pizza mitgebracht. Cool. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Zeitpunkt, dass wir ein bisschen hier mal Pizza essen können und ich den Abend bei euch verbringe. Yay! Yes. Die sind, glaube ich, alle, also kommen teilweise in Bikini und direkt so Kissen. Super. Na gut, komm, weg damit. Ich habe einen geilen Buddy. Mein primäres Ziel war diesmal in der gesamten Gruppe zu bleiben, weil bei der Nacht der Rosen kommt ja dieses Gruppengefühl gar nicht zustande irgendwie. Und ja, ich wollte diesmal einfach bei allen sein, ne? Und allen das Gefühl geben, hey, ich bin da. Allen das Gefühl geben, das kann er. Hey, habt ihr Bierpong gespielt hier? Ja. Habt ihr Bierpong hier gespielt? Ja, klar. Wollen wir danach? Ja. Geil. Ey, warum haben wir eigentlich noch nicht einmal und keiner hat was in den Kommentaren dazu geschrieben? Zu diesen Gläsern. Sind die nicht wunderschön? Mir sind die letzte Mal schon aufgefallen. Ich dachte, heiliger Mimbam. Aber irgendwie hätte ich gedacht, dass einer von euch da auch was zu sagt. Weil ihr seid doch alle so glasfanatisch. Apropos. Darauf gönne ich mir doch jetzt mal einen Schluck. Wir haben gelacht, wir haben, glaube ich, das volle Programm abgezogen. Hau rein, das Ding! Jetzt wird hier gezockt und ich sag mal so, ihr wisst ja anscheinend ganz klar, wer gewinnen wird oder... Und? Oh! Nicht. Shakira rasiert, na klar! Ja, das ist so ein bisschen Normalität und ich finde, sowas verbindet viel mehr, also viel mehr. Absolut. Der ist drinnen, mit Ansage, der ist drinnen. In die Mitte. Das war ein Fail. Das war ein Fehler. Das war einfach nur scheiße. Ja, Dominik, das ist nicht dein Spiel. Pech im Spiel, Glück in der Liebe, okay? Ja, ist okay. Ich bin gespannt, ob er verlieren kann. Oh, Dominik, wir haben alle Mitleid mit dir. Hör auf. Nein, wie, hör auf. Ich kann mir das nicht mehr angucken. Das ist traurig. Wie, das ist, du kannst dir nicht mehr angucken, das ist traurig jetzt. Aber am Ende habe ich ja gezeigt, was ich drauf habe. Ja, einmal hat er dann getroffen. Einmal. Wir Palm. We are the winners, you are the fucking losers. Ich gehe heute mit einem super guten Gefühl nach Hause und glaube, habe den Frauen auch ein gutes Gefühl gegeben, dass ich auch nur ein ganz normaler Typ bin, der ja einfach auch ein schlechter Bierpong-Spieler ist, der, mit dem man Spaß haben kann. Schön. Ich finde es auch gut, dass er jetzt keine Einzelgespräche gemacht hat oder so, sondern wirklich das Gruppengefüge da nochmal gestärkt hat. Also es ist zwar super unnötig, weil im Endeffekt gewinnt nur eine, aber warum denn nicht? Fabulous. Ich habe dein neues Armband gesehen. Ja. Shit. Komische Reaktion schon wieder, oder? Also sie
dann immer so hyper. Ich glaube, die weiß einfach nicht, wie geht man damit um, weil die sind ja auch überall Kameras. Wenn ich jetzt sage, was ist das? Ich habe auch einen Armband von denen, Alter. Was soll die Scheiße? Das sehen ja die Kameras, das sieht dann Deutschland, die Leute urteilen und so. Aber das finde ich auch zu krass, oder? Als ob man sich da... Also ich glaube ja nicht, dass sie sich freut im End. Also im Ernst. Ich kann nicht reden. Das war's jetzt aber auch, ne? Der Abend ist vorbei und jetzt steht die Nacht der Rosen an mit einem ganz besonderen VIP. Ich bin wieder da. Schön, oder? Geht so. Also ich wollte mich nochmal persönlich bedanken, weil es ist nicht selbstverständlich, dass man, wenn man quasi eine Datingwoche verpasst, dass man dann doch wieder einziehen darf und dass du mir irgendwo doch den Vortritt gelassen hast gegenüber anderen. Ja, und das liegt auch daran, weil du echt zu keiner Zeit aus dem Kopf gegangen bist, sondern du warst echt präsent, auch wenn du nicht da warst. Können wir bitte darüber reden, dass es die Lester-Schwester Emily ist? Was redet ihr denn da von wegen, ich hab dich im Kopf und so? Die hatten doch noch kein Gespräch, oder? Irgendwo, ich hab an dich gedacht. Ne? Ich habe tatsächlich eine Frage vorbereitet für den heutigen Tag. Oh, jetzt kommt mein Interesse zurück. Okay. Jetzt kommt mein Interesse zurück, okay. Und zwar würde mich interessieren, welche Liebessprache du hast, also was deine Love Language ist, wie du deine Zuneigung zeigst. Ich glaube, der weiß nicht, was das ist. Er denkt so, fuck. Sie hat das Gespräch echt in die Richtung gepusht, auch so, dass das echt in das Flirtige überging. Und das hat mir natürlich auch gefallen, muss ich sagen. Ich sehe da echt Sexappeal in der Luft. Ich sehe da echt Sexappeal in der Luft. Und da sage ich, das sehe ich auch, aber nur mit meinen Ohren. Ich bin eher ein Typ, der weniger die Worte dann wählt, aber dann eher so der Typ, der echt mit körperlicher Zuneigung... geil. Ja, in der Umarmung und auch Blicke sind mir auch super wichtig. Ja, das habe ich schon gemerkt. Ja? Aber Moment mal, ich verstehe das nicht ganz. Geht es nicht darum, dass was du für eine Liebessprache sprichst, beziehungsweise also was für dich wichtig ist? Also wie man dir zeigt, dass man dich liebt? So habe ich das immer verstanden. Ich weiß man ja gar nicht. Ich habe das nie versucht herauszufinden, weil wer will das wissen? Was hat er denn jetzt für eine? Körperkontakt? Kuscheln etc.? Die gibt's, ne? Habe ich mal gehört. Ich bin unterflirtet. Die eine so, die andere so. Alter, wir sind alle Hardcore-Vögel, was ist los? Ich hab geträumt von dir. Ehrlich? Ja. Und, war das ein guter Traum? Es war ein guter Traum. Gott sei Dank. Okay, der Emily doch auch so. Ich bin morgens aufgewacht, es hat an der Tür geklopft mit Frühstück und ich mach im Hotel die Tür auf und sag so, du hast mich aus meinem Traum mit Dominik gerissen. Ehrlich? Sie guckt mich an, sie so, was? Ich so, ja, ich geh direkt wieder ins Bett. Als ob, die hat bestimmt gesagt, warte, nur mal Arschkuh. Wegen dir ist jetzt ein Spaß. Hat mich so ein bisschen verlegen gemacht, die Situation, weil sie auch echt, ich muss sagen, sie war schon offensiv, ne? Ich glaube, verlegen ist das Wort des Videos heute, kann das sein? Offensiv, flirty, was Cooles. Da steht Emily. Nein, ich bin hier. Ist auch hoffentlich jedem aufgefallen. Ja. Cut. Das war geil. Könnte immer so sein. Es war schon komisch, ihn zu sehen mit einer anderen Frau so eingehakt. Man sieht sich da natürlich lieber selbst. Kennt Chiara Emily? Ja, die kennt die, ne? Die hat doch mit Aurora eingecheckt, als Aurora zu Chiara gesagt hat, du kannst ja nicht schlafen, weil ich kenne dich nicht. Ich weiß nicht, wie alt du bist, ich weiß nicht, was du beruflich machst und deswegen geht das nicht. Wir werden ja auch langsam, aber sicher auch irgendwie weniger und das tut mir auch gut einfach, mich mehr auf einzelne Frauen zu konzentrieren, wo ich merke, da geht die Reise auch wirklich weiter. Das macht absolut Sinn. Nicht ein dummes Gelaber zu jeder, wie Nicole Gräsand. Jana Maria, kommst du kurz mit mir? Ja. Schön. Jana Maria ist sehr besonders für mich, ne? Also ist eine Person, wo ich auch schon anfange, jetzt Emotionen aufzubauen, ein bisschen Gefühle und wo wir an einem Schritt schon anderen, würde ich sagen, voraus sind. Vielen anderen. Mhm. Du hast ein schönes Lachen. Du auch. Danke. Also erstmal schön, was er sagt und schön, wie die schon wieder so turteltaubig unterwegs sind. Und erzähl mal, wie ging es dir so nach dem wunderschönen Date, würde ich es nennen? Ach, jetzt habe ich aber ein bisschen auch Muffe, dass die jetzt sagt, Armband, was soll das? Also, würde ich ihr zutrauen? Bitte nicht. War echt schön. Ich fand es richtig gut. Ja? Und hat mir echt Spaß gemacht. Hast du es nicht bereut? Nein. Ich habe so das Gefühl gehabt, so ein bisschen, hoffentlich war ich nicht so aufdringlich, nein, weil ich hatte echt das Gefühl, Nein, überhaupt nicht, weil ich bin so, ich bin schüchtern. Ja. Und hättest du es nicht gemacht, wäre nie was passiert. Ja. Oh. Die war wirklich so schüchtern dort, ne? Schön, freut mich. Ja, war richtig gut. Also, du küsst echt gut. Wow, das sind, du küsst aber auch sehr gut. Danke. Das ist aber auch so süß, zu sagen, du küsst echt gut. hat sich das Üben am Spiegel gelohnt? Am Spiegel? Mit dem Spiegel? Also vorm Spiegel.
Kommt einer rein, Dominik, was machst du da? Ich übe Küssen. Das musst du doch mit dem Spiegel persönlich machen. Meine Güte. Ja, war richtig gut. Also, ich kann es wiederholen. machen wir morgen, okay? Also bitte nicht jetzt, ja? Abstand. Irgendwie ist komische Stimmung heute, oder? Ja, schon, oder? Ich find's schon. Sieht komisch, dass er sich rauspicken kann. Ja, und auch, warum sie wieder? So. Ja, also, ich finde halt irgendwie, ist so offensichtlich, er macht es so offensichtlich bei ihr. Aber bei Nele war doch auch so, als die auf diesem Date war mit dem Tischtennis, war sie doch auch wieder mit ihm im Gespräch. Und so ist da eine kleine Eifersucht. Wäre doch völlig okay. Naja, Gesprächsbedarf. Ja, Wiederholungsbedarf. Maybe, baby. Maybe, baby. Ja, das ist gut, aber nicht hier. Excuse me? Ich hab's. Nein, würde ich auch niemals machen. Reden die da gerade übers Bumsen? Ich glaube, ja. Jetzt geht's hier ab. Jana sieht aus, als wenn sie da schon wohnen würde. Du bist schon vorbei. Schade. Hugging! Wieder Hugging-Zeit, ja? Okay, let's go. Hugging? Ah, wieder Hugging-Zeit ist so ein Ding bei denen. Das ist echt ein bisschen infantil. Nein, ist doch wunderschön. Ey, was war das? Die haben sich schon an. Soll ich jetzt backen? Nein, dann nicht wegen der Umarmung. Aber weil er beide Arme nimmt, das würde mich verunsichern, ehrlich gesagt. Mir schlottern die Knie so, weißt du. Und jetzt direkt nächste Situation, eine Traumsituation. Und ein Grund, warum ich Emily doch so vermisst habe. Ich war so lange weg. Ich habe sogar Shakira vermisst. Was? Sogar mich? Ja. I thought we're hating us. Nein, Hating ist böse. Hating ist böse, aber ihr hasst euch. Also du hasst sie auf jeden Fall, so scheiße, wie du über die redest. Und das Geilste ist einfach, das ist da keine feste Kamera. Also das sind ja überall Kameras immer so fest verteilt, glaube ich, ne? Ihr kennt es ja. Das ist eine, die sich bewegt. Das heißt, da steht ein Kameramann und diese Emily denkt, ich sag das jetzt, das ist doch witzig. Oder was weiß ich, ich bin cool. Sehr gut gemacht, Baby. ja. Hi. Hey. How are you? I'm fine. That's nice. Hier wieder eine Traumsituation, ne? Keiner redet mit Dominik außer Chiara. Passt das den Mädels? Ich glaube nicht. Flirtmodus on. Und man hat's wirklich in ihrem Blick gesehen, so, ja, hier. Oh, nee. Also es gibt immer eine Frau, die etwas den Bogen überspannt. Ich muss lachen, weil das von ihr. Ich liebe es. Hast du mir gerade das Messer in den Kopf geworfen? Christina, kommst du mal mit mir? Mhm. Oh shit. Die hat doch gerade Händchen mit Valeria. Ist das nicht offensichtlich genug für dich, Dominik? Muss ich es dir jetzt auch noch ins Gesicht sagen? Ja, ich wollte mit dir mal reden. Ich auch mit dir. Sehr schön, das ist gut. Dann trifft sich das. Oh nein, hör auf! Jetzt fühle ich mich so schlecht. Okay, willst du anfangen oder soll... Nein, du fängst nein, an. Nein, ich fange an. Ja, okay, du fängst an. Auf geht's. Ich find's geil. Nein, ich fange an. Also. Okay. Boah, das ist gruselig. Das ist irre. Ich habe mich schweren Herzens dazu entschlossen, dass ich heute nach Hause gehe. Ja. Ja. Was? Ich habe halt einfach gemerkt, ich mag dich sehr, aber als ein Freund. Ja. Und ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass da mehr ist. Finde ich, also das ist auch genau das Gespräch, was ich jetzt mit dir so suchen wollte. Ich finde, wir haben nicht so die Connection irgendwie so richtig geschafft. Ja. Ich finde dich auch super, so eher so wie auch in Richtung so Bro, ne? Aber mal ganz kurz, meint ihr, der meint das ehrlich und ernst und das stimmt? Er wollte Shakira auch nicht mehr? Er hat auf jeden Fall nie gesagt, er hat Interesse. Ich glaube ihm. Und ich möchte halt auch nicht unfair sein den Mädels gegenüber, weißt du? Nee, ist voll cool. Aber okay. Gut, dass du das auch sagst und ich hoffe, du bist nicht sauer. Hey, 0,0. Ich bin eher so ein bisschen auch erleichtert jetzt. Eine bombastische Frau. Aber da ist nichts. Ich spüre da nichts. Das ist schön, dass er nicht sein Ego angekratzt ist, etc. Der das einfach so nimmt. Toll. Du lässt tief blicken. Mhm. Cheers. Geht's dir gut? Ja, ich habe halt was im Auge. Frag mal, was? Was? Dominik. Oh. Wie lange hat die für den denn gebraucht, aber geil. Okay, Ladies, ich und my Bestie, wir hatten ein Gespräch gehabt gerade. Hätte ich mir einen kleinen Lacher von Shakira hätte ich mir da gewünscht. Der war doch gut. Wo das irgendwie an der Stelle ja für uns beide auch keinen Sinn macht. Ich meine, wir sind aus einem ganz bestimmten Grund hier. Wir sind dabei hier da, um die Liebe zu finden und ja. Ich glaube, wir beide haben eher so den Bro-Stempel genau. Und leider ist jetzt auch der Punkt dann. Wo Christina uns verlassen wird. Deswegen verabschiedet euch von ihr und sie wird dann, ja, den Nachhauseflug antreten.
Scheiße, das ist natürlich blöd, ne? Da weinen die Mädels und es ist traurig. Aber wer wird sie denn wirklich am meisten vermissen? Es ist echt super traurig und wir werden sie auf jeden Fall alle vermissen. Ja, es ist halt echt schade. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Sonst noch wer? Ich bin so traurig. Meine Hälfte ist weg. Mann, und bei ihr tut es mir auch wirklich richtig leid. Go for it, girls. Ich dachte mir zuerst auch so, ey, wir kommen nie auf einer Frequenz an. Mm. Und jetzt denken wir so, cooler Tipp. Ja. Boah, nee, geh weg. Weg, weg, weg. Shakira ist raus, Bitches. Shakira, out. Nächstes Gespräch, Anna. Ich fand das so ein cooles Date. Ja. Und ich fand es auch gar nicht schlimm, dass da jetzt irgendwie kein Kuss oder sowas gefallen ist, weil das ist für mich so, hat an der Stelle einfach auch keine Bedeutung so krass gehabt in dem Moment, weil ich fand den Moment so gut. Hattest du das Gefühl, dass du mir das jetzt sagen musst? Ich musste das irgendwie sagen, so. Ich habe so ein bisschen das Gefühl in mir so rumgetragen, so okay, vielleicht werde ich jetzt, weil ich jetzt zwei Mädels geküsst habe, irgendwie an sowas bemessen, so, mhm. Ne? Das heißt, okay, da ist kein Kuss gefallen, vielleicht fand er es dann nicht so. Deswegen war es mir super wichtig, dir einfach genau das zu sagen, so, das hat gar nichts mit dem Kuss zu tun. Verstehe ich total, man hat doch das Gefühl, also man denkt doch darüber nach, was denkt jetzt die andere Person. Und denkt die vielleicht so? Ich finde das total einfühlend mal wieder. Ich bin hier nicht, um jede abzuknutschen, sondern ich bin hier, um eine Frau zu finden, mit der ich ja, schöne Momente habe, intensive Momente und echt meine Gefühle auch freien laufen lassen kann. Und das messe ich nicht an einem Kuss. Kleiner Einwurf, also zum Knutschen bist du ja aber auch. Ein bisschen fummeln fände ich auch in Ordnung. Also bitte. Soll ich dir sagen, was ich gesagt habe? Ja. Ich habe gesagt, dass ich das vielleicht sogar komisch gefunden hätte, wenn das passiert wäre. Weil ich ja weiß, dass ein Tag vorher noch was passiert ist. Und dass vielleicht das auch ein bisschen entwertet hätte. Mhm. Und das Date so perfekt war, so wie es war. Fandst du es auch perfekt? Mhm. Super. Super, super. Meint ihr, wenn man mit Anna zu lange abhängt, dann redet man auch das S so stark immer? Oder ist das so eine Sache, die hat man von Geburt an. Also, was Lehrerin? Ich fühle mich einfach voll wohl in deiner Gegenwart, Mann. Und das ist echt ein gutes Zeichen, ein sehr gutes Zeichen. Ich fühle mich einfach voll wohl in deiner Gegenwart, Mann. Das will doch jede Frau hören. Ich finde dich sehr attraktiv. Ich finde, du hast schöne Werte. Nein, auch, dass ich das nochmal sage, weil ich habe das Gefühl, es war einseitig. Ja. Ich habe das war... Nein, ist vollkommen okay. Nein, ich finde, du hast sehr schöne Werte. Ich fühle mich sehr wohl. Ich vertraue dir sehr. Finde ich auch sehr wichtig. Habe ich lange so nicht gesagt. Das mit dem Vertrauen, das würde ich mal revidieren, weil wie kannst du dem jetzt vertrauen, ganz ehrlich? Also, große Chance, dass ihr Herz gebrochen wird. Jetzt von Vertrauen zu reden und da wirklich Vertrauen zu investieren, also ist das der schlauste Move? Mhm. Ja. Schön. Warte mal ganz kurz hier, die haben mir gerade gesagt, ich muss mal ganz kurz, ich komme gleich wieder, ja? Ganz kurz, ich muss eben auf dem Bord. Spaß. Holst du jetzt eine Rose? Ja. Eklig. Einfach eklig. Bah. Kriegt eine Rose. Du? Ja. Anna. Wo ist meine? Du kriegst keine, du Schwein. Hey. Wie sieht das so sitzt und so tut? Ich habe wirklich gar keine Ahnung, was jetzt gleich hier passieren könnte. Ich fand das super, ich finde das super wichtig jetzt für mich. Okay. Und dass das so ein vorgezogener Moment auch schon ist. Dir das einfach jetzt auch. Ja, auf jeden Fall verlegen. Willst du verlegen? Mhm. Also verlegen, aber süß, dass er ihr jetzt die Rose gibt. Guck mal, der ist voll intuitiv. Der denkt sich so, nein, ich gebe sie ihr jetzt, weil das fühle ich, das ist doch schön. Klar, ein Signal, dass das ein besonderes Date war, auch wenn kein Kuss gefallen ist. Ein Signal, dass da eine ganz besondere Spannung zwischen uns beiden ist und dass ich gar nicht abwarten will bis zur Rosenvergabe. Ich hoffe, du nimmst sie an. Auf jeden Fall. Schön. Dankeschön. Schön. Als ob die sagt nein. Aber ich finde es auch immer gut, dass er fragt. Ich glaube, das muss der, ne? Sehr schön. Und auf noch viele schöne Dates, die wir... Ja, it's up to you. Ist so. Ich sitze da und warte. Verlegen? Nein, alles gut. Ja, sehr. Ja? Süß. Ich aber auch ein bisschen. Ihr seid beide total süß gerade. Hätte mir jetzt ganz normal bei der Rosenvergabe auch eine Rose geben können. Finde ich schon schön. Ja, ist echt schön. Und jetzt ist auch die Rosenvergabe, die ist schon passiert. Weil ich zeige euch doch nicht hier jede einzelne. Wir gucken uns an, wer verlässt uns heute? Die erste. Ich glaube, wir passen nicht so gut zusammen. Und deshalb hat er mir jetzt damit auch so eine Entscheidung genommen. Babette. Die kann doch so schön singen. Ich würde mir eine Einlage würde ich mir jetzt noch wünschen zum Abschied. Und Action. Und viel Glück. Dankeschön. Sind tolle Frauen und such die richtige aus. Okay. Sag ich dir nur. Ich wünsche dir noch eine ganz schöne Zeit mit den Girls. Susanna. Susanna ist raus. Warum? Es kommt immer alles so, wie es kommen soll. Und wenn ich hier, dann vielleicht wieder in Hamburg, in Deutschland. Okay, wir wissen nicht warum, aber wir wünschen Susanna alles Gute. Ja, das war's heute mit der Folge. Wie geht's denn weiter nächste Woche?
Die wachsen mir alle ans Herz langsam. Und du probierst das eine Feuer zu löschen? Ich habe mein Herz hier nicht verschenkt. Und rennst in das nächste Feuer rein. Wie wild habt ihr rumgeleckt? Ich bin sehr enttäuscht von ihm. Also die verarscht uns jetzt, oder? Ihr Süßen, das war's dann heute mit dem Video. Mich interessiert natürlich wie immer, was denkt ihr über die gesamte Folge? Schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Habe ich mich schon bedankt. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein. Peace. Ciao.